Leute, ich hätte hier mal wieder eine Verlosung für euch. Blu-rays, DVDs, Kinokarten, Fanpakete und mehr wie jede Woche. Und kurz bei den wöchentlichen Verlosungen erklärt für alle neuen Zuschauer der vergangenen Woche, was ihr wie gewinnen könnt. Ich werde gleich zu verschiedensten Filmen Dinge zeigen, die ihr gewinnen könnt. Und werde zu jedem Film einen Kommentar sagen oder eine Frage fragen, die ihr innerhalb der Kommentare unterhalb des Videos vervollständigen oder beantworten sollt. Dafür habt ihr 48 Stunden Zeit bis übermorgen 15 Uhr. Datum und Uhrzeit findet ihr auch nochmal in der Infobox. Und nach Ablauf der Zeit werde ich per Zufallsverlosung auslosen, wer der Gewinner oder die Gewinnerin sind. Schreibt euch per YouTube direkt Nachricht an mit herzlichen Glückwunsch. Du hast das und das gewonnen. Braucht dann noch euren Namen und eure Adresse. Und dann bekommt ihr euren Preis natürlich umsonst im Briefkasten. So einfach ist es, so einfach bleibt es. Lange Rede, kurzer Sinn. Ab nächsten Donnerstag, dem 1. September, startet Mike and Dave Need Wedding Dates in den deutschen Kinos mit Zac Efron unter anderem. Und es geht um zwei Brüder, die jede Party immer wieder kaputt machen. Die einfach im Leben ein bisschen zu viel Spaß haben. Aber als ihre Schwester heiratet, bekommen sie die Auflage gefälligst mit ordentlichen Dates auf dieser Hochzeit aufzukreuzen. Und deswegen suchen Mike und Dave die passenden Wedding Dates in einer Partykomödie mit Zac Efron unter anderem. Und hätte hier dreimal zwei Freikarten für euch. Und zu jedem Mal zwei Freikarten gibt es noch, weil das Ganze auf, ich glaube, Hawaii stattfindet, Aloha-mäßig, tatsächlich noch ein Hawaii-Hemd. Natürlich sind die dann original eingepackt. Genauso wie, Achtung, ich muss mal runtergreifen, Hawaii-Ketten. Dann seid ihr auch für den Kinobesuch super vorbereitet. Und ich glaube noch Mike and Dave Need Wedding Dates Strandtaschen. Also wenn ihr mal an den Strand wollt, Hawaii-mäßig aussehen wollt, ihr seid dann nicht nur umsonst im Kino, ihr seid auch ausgestattet für Party diverser Art. Und wenn ihr eben ein solches Paket aus zwei Freikarten plus Kette, plus Helm, plus Tasche gewinnen wollt, schreibt ihr einfach in die Kommentare, was das Coolste oder das Freakigste ist, was ihr jemals auf einer Hochzeit erlebt habt. Jedes Kommentar in diese Richtung kann eben ein solches Paket gewinnen. Drei gibt es davon. Dann zum Heimkinostart von 10 Cloverfield Lane, eine quasi indirekte Fortsetzung von Cloverfield. Unglaublich spannender Film. Über eine Frau, die auf einmal in einer Art Bunker aufwacht und nicht weiß, warum sie da ist. Und ihr wird erzählt, draußen würden eine Art Außerirdische existieren und man könnte den Bunker nicht verlassen. Dann steht hier ein wirklich spannender Suspense-Thriller. Und wer diesen gerne haben will, ich hätte hier einmal Blu-ray Steelbook, Blu-ray und DVD im Angebot, dann müsst ihr in die Kommentare schreiben, wo würdet ihr euch bei einem solchen apokalyptischen Szenario verstecken? Jedes Kommentar in diese Richtung kann 10 Cloverfield Lane gewinnen. Schreibt in Klammern dahinter, ob ihr Blu-ray oder DVD haben wollt, damit ihr nicht die Blu-ray bekommt, wenn ihr nur ein DVD Player habt. Dann zum Heimkinostart von The Huntsman and the Ice Queen, also quasi der zweite Teil von Snow White and the Huntsman, hätte ich hier zwei Blu-rays inklusive Ultraviolet Copy und auch DVDs im Angebot, schön in golden gehalten. Und der Huntsman ist zurück und es geht diesmal um die Ice Queen, die auftaucht mit Starbesetzung und eben das ganze Fantasyhaft inszeniert. Und wer gerne Huntsman and the Ice Queen gewinnen will, hier zum Heimkinostart, schreibt in die Kommentare, weil ja Chris Hemsworth im ersten und im zweiten Teil dabei ist. Welcher ist euer Lieblingsfilm mit Chris Hemsworth? Jedes Kommentar in diese Richtung kann also hier auch diesen Heimkinostart gewinnen. Dann hätte ich ganz besonders für Fans die Blues Brothers Extended Version Deluxe Edition. Die sind einfach schon alleine so dick für alle Fans. Die sind, glaube ich, gefühlt fast limited. Da ist Blu-ray drin, da ist DVD drin, da ist Remaster drin, da sind 10 drin, die es vorher noch nicht synchronisiert gab, in synchronisierter Fassung für Erfassung. Und für alle Blues Brothers Fans wahrscheinlich ein Traum. Zwei davon hätte ich im Angebot. Und wenn ihr diese einmal gewinnen wollt, schreibt in die Kommentare, warum ihr sie haben müsst, warum der Film für euch so kultig ist. Jedes Kommentar in diese Richtung kann diese krassen Versionen gewinnen. Dann noch für alle, die ein bisschen schnulzig mögen und gerne auch mal weinen, Nicholas Sparks Verfilmung The Choice bis zum letzten Tag. Hier der letzte Nicholas Sparks Kinofilm auf Blu-ray und DVD im Kinostart. Und der hat ja viele Bücher geschrieben, die verfilmt worden sind. Und wenn ihr hier The Choice gewinnen wollt, schreibt in die Kommentare, welche eure Lieblings-Nicholas Sparks Verfilmung ist. Jedes Kommentar in diese Richtung kann hier abstauben. Und dann hätte ich als vorletztes für euch noch Der geilste Tag mit Matthias Schweighöfer und Florian David-Fitzel in Hauptrollen. So ein bisschen wie Knuckle in Heaven's Door. Zwei Typen, die todkrank sind und beschließen, noch mal richtig drauf zu machen. Kredit aufnehmen, die Kohle müssen sie eh nicht zurückzahlen, weil sie sterben, und so richtig Spaß haben wollen. Ich fand den Film cool, die Chemie zwischen den beiden hat gestimmt. Ich mochte den wirklich sehr. Lief auch sehr gut in den deutschen Kinos. Jetzt startet er im Heimkino. Wer ihn auf Blu-ray oder DVD haben will, schreibt in die Kommentare, welche beiden Schauspieler ihr gerne mal als Duo auf der Leinwand sehen wollt. Ich fand schon Schweighöfer und Florian David Fitz ein gutes und aber passendes Kontrastprogramm, den man auch einfach abgenommen hat, dass sie gut miteinander können. Wen würdet ihr gerne mal zusammen sehen? Jedes Kommentar in diese Richtung kann Der geilste Tag gewinnen. Und zu guter Letzt, für alle Fans von Vikings hätte ich dreimal die dritte Staffel auf Blu-ray. Sieht schon irgendwie cool aus, so ein bisschen erhaben, und ich finde das irgendwie eigentlich das Design ganz cool. Hab Vikings aber immer viel zu wenig geguckt. Egal, geht ja um euch. Wer die dritte Staffel gewinnen will auf Blu-ray und natürlich umsonst, schreibt in die Kommentare, was gefällt euch an dieser Serie so sehr, dass ihr die dritte
Staffel haben müsst. Warum liebt ihr sie? Beziehungsweise warum fasziniert sie euch eben? Jedes Kommentar in diese Richtung kann Vikings Staffel 3 gewinnen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Verlosung. Jetzt viel Spaß und Erfolg beim Kommentare schreiben und gewinnen. Und dann bleibt mir bloß noch zu sagen, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.